Zweitens, die freie Gesellschaft, in Klammern Kommunismus, die historische Mission des Geldes, der Staaten und der Arbeiterpartei hat sich nach ein, zwei Generationen dann erfüllt. Der Staat als Kontrollorgan der Reichen ist abgestorben. Ja, weil es gar keine Reichen mehr geben wird. Es gibt keine Armen mehr und keine Reichen. Alle sind reich. Diese Situation wird umso schneller erreicht werden, je mehr Länder die Revolution durchführen werden. Bei der Globalisierung, der Wirtschaftskrise und der Kriege wird dieser Punkt sehr schnell nach ein, zwei Generationen eben nach der Revolution erreicht werden. Da, es geht schon los. Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Zitat, Autoverkäufe gehen weltweit zurück. Nur einige Daten daraus. Im fünften Monat sind sie schon zurückgegangen. General Motors minus 15%, BMW minus 14,8%, Daimler-Benz minus 9,2%, die britischen Autobauer minus 15%. Zitat Ende. Link 1. Noch ein Zitat. Handelsgeschäfte der deutschen Wirtschaft gehen deutlich zurück. Export minus 2,8%. Import minus 4,5%. Zitat Ende. Link 2. Es gibt keine Arbeiter und keinen Kapitalisten mehr. Es gibt nur noch Menschen. Das nennen wir Marxisten Kommunismus, wie in einer Kommune. Du arbeitest, was du willst. Morgens Arzt, nachmittags Kindergärtner. Und in einem Jahr schaust du die Amerika an und arbeitest in Peru nach dem Studium der Archäologie als Archäologe. Arbeit und Hobby kannst du wie bei den Indianern nicht mehr unterscheiden. Die Trennung von Kopf- und Handarbeit gibt es auch nicht mehr. Jeder ist Kopf- und Handarbeiter. Arbeit ist hier zu einem Lebensbedürfnis geworden. Du arbeitest nicht mehr für die schnöden 1,50 Unzen oder Penunzen. Wenn du eine neue Küche brauchst für deine Wohnung oder die der Wohngemeinschaft, gehst du zur städtischen Lagerverwaltung und der Verwalter wird für dich eine schöne raussuchen und auch ein neues Fahrrad, alles ohne Geld. Das Prinzip, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeden nach seinen Bedürfnissen, wird aber letztlich nur möglich sein, wenn das Geld und der Staat als Kontrollorgan der Reichen abgeschafft sind. Und hier erkennen wir schon das Problem, warum man diese Gesellschaft nicht direkt einführen kann, wie es die Anarchisten wollen. Anfangs werden noch einige Kapitalisten und Kapitalistenhelfer trotz ihrer kleinen Anzahl von 5% mit ihrem Personal im Untergrund alle Hebel in Bewegung setzen, um ihre Entmachtung wieder rückgängig zu machen. Die Revolutionen werden in den 2020er Jahren relativ gleichzeitig verlaufen und die freie Gesellschaft, das Reich der Vernunft, wird dann nicht mehr weit sein. Zwei Generationen später kommen. Der Staat als Kontrollorgan der Superreichen ist wie die Superreichen selber auch abgestorben. Also 50 Jahre nach der Revolution wird jeder von uns, jeder locker 10.000 Euro im Monat verdienen, mindestens.
weltweit. Und da wird keiner mehr von der heutigen Elite den Anreiz verspüren, unbedingt mehr haben zu wollen als die anderen. Du musst denken, wir stellen sofort nach der Revolution die Produktion um auf ohne geplanten Verschleiß, in Klammern Obsoleszenz. Klammer auf. GenFM-Gespräch mit Dr. Christian Greiß über geplanten Verschleiß. Link 3. Klammer zu. Das alleine verdoppelt schon deinen Lohn. Dann haben wir schon im Sozialismus nur eine kleine stehende Armee. Im Kommunismus haben wir gar keine mehr. Weiterhin fällt die Werbung weg. Wir haben nur noch Informationen. Alle überschüssigen Waren fallen weg, die nur dafür da sind, um den Profit zu erhöhen. Wir verhindern keine Entwicklung, wie es der Kapitalismus ständig macht. Die Wissenschaftler haben einen Test gemacht bei zwei Dreijährigen. Sie stellten zwei Teller hin, einen mit Nudeln, den anderen ohne, aber mit zwei undurchsichtigen Abdeckhauben. Dann ging der Test heraus und sie durften essen. Der Junge mit den Nudeln gab dem anderen Jungen sofort die Hälfte seines Tellers ab. Das ist noch die Natur des Menschen. Solidarisch. Den gleichen Test haben sie bei zwei Achtjährigen gemacht. Der Junge mit den Nudeln klammerte sofort seinen Teller fest. Er wurde in der Schule im Interesse des Kapitals voll auf Konkurrenz getrimmt. Das fängt schon im Kindergarten an. Da gibt es einen Spielkaufladen und du musst erst 1,50 hinlegen, sonst gibt's nichts. So wird der Mensch also gegen seine solidarische Natur erzogen, auf Konkurrenz getrimmt und muss im Leben darunter leiden. Wenn er sich frei entfalten könnte, gäbe es viel, viel weniger Krankheiten und alle wären in ihren Fähigkeiten Supergenies. So wird uns die freie Gesellschaft wie ein Paradies vorkommen. Die Arbeiter heute verweigern voll die Bildung, weil sie instinktiv auch merken, dass sie dort auch gegen ihre eigene Natur auf Konkurrenz getrimmt werden sollen. Sie hassen Karriere, indem man auf den Kollegen rumtrampeln muss. Ekelhaft ist das. Wie heißt es bei Bertolt Brecht? Und weil der Prolet ein Prolet ist, drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links 2-3, drum links 2-3. Wo dein Platzgenosse ist, reih dich ein, die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Aber erst musst du im Schweiße deines Angesichts, in dem scheiß Auslaufmodell Kapitalismus, hart und mühselig dir die 1,50 verdienen. Sonst gibt's nichts.